Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute im Lucifer-Interview Maja Dötzkis. Maja Dötzkis, Sie sind Mitorganisatorin der Veranstaltungsreihe Blicke nach Süden. Das ist eine Veranstaltung, die im Rahmen des Schwerpunktjahres 50 Jahre Frauenstimmrecht Schweiz stattfindet. Jetzt stehen bei der Veranstaltungsreihe 3 Jahre im Mittelpunkt. Das ist einmal Ägypten, Jugoslawien und Italien. Das ist jetzt ganz spannend für mich zu hören, diese 3 Länder. Wie ist denn die Auswahl entstanden? Der Abend findet ja im Rahmen von 50 Jahre Schweiz statt und wir hatten einfach Lust, einmal über die Grenze zu schauen. Und weil wir hier in der Buchhandlung Mille Deux Failles sind, der Spezialistin für Mittelmeerländer, haben wir im Mittelmeerländer angeschaut, unsere Blicke nach Süden gerichtet. Und wir hatten dann objektive Kriterien für die Länderauswahl. Thematisch, wie war das in Ägypten? Das war ja ein besetztes Land. Wie stand das um die Frauenbewegung dort? Dann als zweites in den jugoslawischen Ländern, das kommunistische Regime. Und als drittes dann Italien, so um 1970 herum wollten wir wissen, was war dann eigentlich los in unserem Nachbarland. Jetzt interessiert mich zunächst noch Italien, Ägypten, Jugoslawien. Gibt es denn Parallelen zwischen diesen Ländern? Die haben ja einen ganz unterschiedlichen kulturellen und historischen Hintergrund. Was verbindet die Frauenrechte in diesen Ländern? So ganz grob gesagt würde ich meinen, das ist der Mut der Frauen, der frühen Feministinnen, der Mut der Frauen auf die Straße zu gehen, ihre Stimme zu erheben. Das war riskant, das war gefährlich. Es gab Opfer, sie haben viele Opfer gebracht. Das verbindet sie und das Negative, was sie auch verbindet, das ist die Männerbastion. Die Männer haben gemauert, die Männer an der Macht, die jetzt zu entscheiden hatten. Sie wollten den Frauen eigentlich einfach partout nicht ihre Rechte gewähren. Es musste wirklich erkämpft werden. Das ist ja auch ein Titel eines Abends. Ich kämpfe, also bin ich, von Doria Shafik aus Ägypten. Wie ist Ihre eigene Verbindung zu Ägypten? Sie sind selbst Referentin des Abends. Mich interessiert Ägypten schon lange, das hat ja eine ganz lange Geschichte und in dieser langen Geschichte gab es immer herausragende Frauenfiguren und die Feministinnen, die frühen Feministinnen des 20. Jahrhunderts haben sich also wirklich berufen auf diese jahrtausendealte Geschichte und auf diese Frauen. Sie haben gesagt, die konnten das, die konnten mitentscheiden, mitregieren und wir können das auch und wir wollen das auch. Und bei den Recherchen ist mir übrigens auch aufgefallen, wie stark wir die Geschichte der Frauenrechtsbewegung immer nur aus westlicher Sicht erzählen. In meiner Option, in meiner Perspektive ist zu wenig auch darauf Wert gelegt worden, zu zeigen, was die Frauen in Ägypten oder auch in Algerien oder in Libanon, damals noch Palästina, geleistet haben. Und eigentlich können wir Schweizerinnen, wir sind ja sehr, sehr spät dran, eigentlich können wir sagen, wir stehen auch auf diesen Schultern von diesen Frauen, weil die waren auch international sehr engagiert, die haben enorm viel auch international geleistet. Das ist auch ein bisschen eine Referenz, eine Hommage an die Frauen, die da gekämpft haben. Vielen Dank für den super spannenden Einblick zu Ägypten.